Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Bed Wars am heutigen Samstag auf immer noch ziemlich leeren Minecraft-Servern, denn es ist weiterhin Gamescom. War jemand von euch bei der Gamescom, dann könnt ihr natürlich gerne mal Kommentar hinterlassen, Like hinterlassen sozusagen, genau, ein Like könnt ihr fürs Video hinterlassen, einen Kommentar könnt ihr hinterlassen, wie es denn so war. Soll ja ziemlich voll sein dieses Jahr. Viel Wartezeit wahrscheinlich. Aber es ist bestimmt interessant, vor allem auch ein paar größere YouTube-Stars zu sehen. Das kann ich mir auch echt vorstellen, das ist bestimmt interessant. Aber, wie auch in der letzten Folge schon gesagt, ist Köln von mir aus gesehen nicht jetzt gerade so um die Ecke. Das heißt, der Event findet wohl eher ohne mich statt. So. Ja, genau. Hau raus, die Blöcke. Lass es sprudeln. So, was sind wir hier? Sind wir schon in der Mitte? Nicht so richtig, ne? Bauen wir ein bisschen höher. Dann können wir auch schon entspannter hier rüber springen. Ja, machen wir das einfach so. Manchmal siegt Dreistigkeit. Ach nee. Da waren schon welche gut equipped. Unser Bett ist noch nicht so gut equipped hier. Da ist noch alles offen. Was ist denn da los, Kollegas? Jetzt müssen wir so ein bisschen ordentliche Blöcke vielleicht da am Start. Die snacken sich hier das Eisen und meinen dann, das ist gut, wenn man das eine Stunde lang betreibt. Natürlich nur gut, wenn man das mit Eisenblöcken komplett dicht baut. Das Bett. Minigame. Ich kenne mich damit nicht aus. Keine Ahnung, was genau damit gemeint ist. Das reicht wieder für nix. Außer für eine ordentliche Spitzhacke. Wir brauchen eigentlich noch 4 gute Blöcke. Wenn wir die haben, können wir das Bett so sicher dicht bauen, dass wir nicht so große Sorgen hier machen müssen. Genau so meine ich das nämlich. Dann holen wir uns jetzt noch einen Stock. Einfache Rüstung. Und noch ein paar mehr Blöcke. So, mit 50 lässt sich's doch bauen. Ne? Damit können wir schon irgendwo komplett rüber bauen. Ich habe hier so schön gebaut. Wir wollen, glaube ich, zu Gelb. Sind wir überhaupt nicht grün? Sind wir gelb? Nein, sind rot. So, das haben wir doch gut gemacht. Kann man doch eigentlich schön längs laufen, wenn man nicht so blöd runterfällt. So, nur aber schnell hier. Na toll, Schock. Von wo? Überall sind irgendwelche Bogenschützen. Ob. Okay, war zu viel Fallschaden. Aber sehr schön, Team Rot. Holen wir uns mal ein bisschen Equip. Das ist mal richtig nobles Equip, was wir hier gekriegt haben. Wir brauchen nur noch ein paar mehr Blöcke vielleicht.
Ja, Lila und Gelb. Beide in Unterzahl. Aber das jetzt mal ordentlich spielen hier. Ah, toll. Ja, das ist er weg. Was hat er denn hier gebaut? Das muss auch weg. Ab dafür hier schon wieder den Mist wegmachen, den er gebaut hat. Oh, das war lila, ne? Aber eigentlich sind wir ein bisschen Richtung Gelb. So, mal gucken, ob wir hier ein bisschen weiterkommen. Nein, kommen wir nicht. Das ist ein lame Bogenschütze hier. Das Bett von Lila wurde zerstört. Gut, dass wir rot sind. Ich habe fast keine Energie mehr, ich habe auch nichts zu futtern. Mal gucken, wie weit kommen wir noch, bis wir den letzten goldenen Schuss abkriegen. Nein, das waren Dekosteine und dadurch sind wir durch Fallschaden gestorben. Kurz über der Base. Hier war wahrscheinlich auch schon wieder jemand, oder was? Nicht nice. Not nice. Ja, gelb sind die letzten Verbliebenen. Kommen jetzt angerannt. Vielleicht holen wir uns nur noch schnell den dritten hier. Dritten Zähne, so ist es schon. So, der hier und den. Ach komm, soll man so. Auch das gibt's auch nicht. Er bleibt einfach oben drauf und wir fliegen wieder runter, ne? Oh Mensch, du. Hallo, Kollegas, Aufpassers. Nix Aufpassers. Gut, er ist da oben, passt auf, dann können wir in Angriff gehen. Nur mit Stock, ordentlichen Spitzhacken und noch ein paar Blöcke. Okay, das ist ein grüner Spacko. So, den hätten wir gekillt. Der Kill ging so glücklicherweise auf unsere Hand. Achso, da ist er. Oh, oh, oh. Okay, da sind wir down. Okay, danke Team. Habt ihr gut aufgepasst. Ah, hier steht auch einer die ganze Zeit nur rum. Und da sind wir auch down.
Okay, heute leider nichts gewesen, außer Spesen nichts gewesen. Ich hoffe, wir kriegen am Morgen noch eine bessere Folge hin. Vielleicht für heute war es das. Ich danke wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schönen Tag noch, schönen Abend. Bis dahin.